Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute sind wir mal wieder da. 2 Wochen Pause gehabt, Pixel. Ach, das Leben. Und diese ganzen Pausen. Urlaub. Naja, kein Urlaub. Wir werden auf jeden Fall länger in die Pause jetzt gehen, da ich einfach mal komplett Auszeit brauche von den ganzen Internets, weil mich das mittlerweile echt stresst, muss ich schon sagen. Deswegen, wir werden schon wiederkommen, aber erstmal eine längere Pause. Und ich wollte deswegen nochmal ein Video machen und noch eine Podcast-Folge aufnehmen, dass die Leute, ich kann sie nicht einfach, die ganzen Leute, die schon die Jahre uns zuschauen, nicht einfach hängen lassen und da kommt ja nichts mehr. Deswegen kommt heute noch eine Folge und danach machen wir mal ein bisschen Chili Vanilli bei so 6 bis 8 Stunden wöchentlich so Sachen suchen. Muss ich sagen, geht man mittlerweile echt an die Substanz. Vor allem, was für Themen? Also, ich interessiere mich ja für viele Sachen. Aber ich habe, glaube ich, zu lange in die Arschlöcher anderer YouTuber geschaut und bin Teil des Arschloch-Systems geworden. Und ich brauche einen Refresh-Button. So. Das wollte ich nur mal sagen. Und du, Pixel? Was sagst du? Nach dem Kommen muss man auch mal hängen lassen. Also, ja. Ja, ab und an muss man ihn auch mal hängen lassen. Na, ich will mich auch ein bisschen so, ich habe ja noch diesen Gaming-Kanal, da noch ein bisschen austoben mit Effektsachen und so. Und das interessiert mich halt schon gefühlt seit Jahren, sowas mehr in eine Richtung zu machen. Und mir fehlt einfach mittlerweile die Zeit, jetzt mehrere Sachen zu betreiben. Und deswegen auf Twitch bin ich auch ab und an mal online. Also wer mich da besuchen will, irgendwie, oder schreibt Instagram oder macht gar nichts. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid und wir gehen jetzt einfach in die Show rein, oder? Wollen wir einfach reingehen, auch wenn wir traurig gestartet sind? Oh nee, es wird noch trauriger, Pixel, Alter. Gehen wir rein ins Laufhaus. Pass auf, ich habe ein Thema, was mich, Alter, das sind solche Themen, die mich wirklich über die Jahre, muss ich sagen, aufgefressen. Ja, nicht aufgefressen haben, aber ich sehe einfach keinen Sinn mehr in dieser ganzen Menschheitsdebatte. Wollen wir mit harter Kost starten oder wollen wir noch was, ich glaube, was Leichteres für den Anfang, oder? Und dann gehen wir in die Hartkost rein. Wie könntest du ja so machen, wie es im Verkauf gelehrt wird? Sandwich-Methode, du fängst mit was Gutem an, oh Gott, dann das Schlechte und endest mit was Gutem, weißt du? Oh, ich weiß nicht, ob was ist, was Gutes. Warte mal, haben wir noch was anderes? Oh nee, wir haben nur Gewaltverbrecher. Oh, also nee, doch. Die harte Kost in der Mitte. Also machen wir jetzt erstmal gemeingefährliche Bärlauchdiebe. Oh. Bärlauch. Oh, Bärlauch ist geil. Bandenmäßiges Vergehen und Vorgehen und Rücksicht, ohne Rücksicht auf die Natur. Ja, in Erfurt und so, da wo ich herkomme, da wird Bärlauch geklaut und ich glaube in Leipzig auch. Und die Bärlauch-Polizei ist den Tätern auf der Spur. Es ist so. Ja, komm, wir gucken es uns einfach mal an. Komm. Sie arbeiten in Gruppen und auf dem Schutz der Dunkelheit. Oh Gott. Ihr Ziel? Wälder wie zum Beispiel der Leipziger Auwald. Sie wissen genau, wo sie das finden, worauf sie es abgesehen haben. Bärlauch. Organisiert und konzentriert auf bestimmte Gebiete wird hier vorgegangen. In rauen Mengen wird das Wildgemüse entnommen, der Waldboden. Es ist wie so Aktenzeichen XY, so vertont. So ein bisschen, ja. Oder? Es ist übel. Es nimmt mich übel. Ist jetzt schon mit. Stellenweise regelrecht kahl geerntet. Kahl. Doch das ist alles andere als legal. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist tatsächlich Diebstahl. Warum sind die alle aus wie Hippies? Hunderte Kilo Bärlauch konnten bereits sichergestellt werden. Vom Sammeln in solchem Ausmaß bleiben in den Wäldern Müll und Orte der Verwüstung zurück. So, Pixel, bist du genauso schockiert, so wie ich das gerade bin? Wie man das ja hört an meiner Zeiten. Ich bin mega schockiert. Die Frage würde ich dem Förster stellen, oder der Typ, der es eingesprochen hat, ja, die hinterlassen nur Müll, bla. Was sagen sie denn gegen Wildschweine? Weil die graben ja ganze Flächen um. Das sind Tiere. Gut, ja, Menschen wir sind auch gut, nur ja, stimmt. Andere Tiere. Ja, aber wir sind Tiere, die behaart und so. Wir sind Tiere, die sich als Frau definieren mit Bärten. Also wir sind schon was anderes. Wir sind schon ganz besonders. Ja, das würde ich nochmal so sagen. Ja. Pass auf, aber jetzt geht's in die Erfurter City. Da, ich kenne sogar den Weg, wo das ist. Das ist ganz geil hier. Komm, wir gucken mal. So sieht meine Hut aus in der Nähe. Oh. Warum ist Bärlauch so gefragt?
Esther Kempf ist vertraut mit heimischen Heilkräutern. Die Potenz des Bärlauchs, sagt sie, erkennt man schon am Namen. Guck mal, wie schön sie den Bärlauch streichelt. Ja, wie schön sie die Vorbärlauchhaut streichelt. Ach, die sind auch schon, warte mal, wir müssen noch mal, guck mal, die sind. Aber die ist zu groß. Ach, die sind Hippies, die können nicht so groß sein. Guck mal, wie groß die ist. Die ist riesig. Geil. Übel geil. Die ist wie Hagrid und weiblich. Geil. Also, finde ich. Die Rechte davon. Ja, ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ja, ja, geil. Haut mit heimischen Heilkräutern. Die Potenz des Bärlauchs, oh, komm, streiche sagt, sie erkennt man geil, schon am Namen. Du weißt immer, wenn eine Pflanze den Namen Bär trägt, dann ist es eine sehr, sehr kraftvolle Pflanze. Wie verhält... Wenn eine Pflanze den Namen Bär trägt, wie viele Bären gibt's als Pflanzen? Himbeer, Erdbeer, Brombeer. Scheiße. Nee. Nur Bärlauch. Naja, das ist eine kraftvolle Pflanze. Erdbeere. Ist Erdbeere eine Kraft? Nee, Erdbeere ist ja auch eine Nuss. Himbeere. Kannst du Erdbeeren essen? Ja, es ist botanisch eine Nuss. Das ist ein Unterschied. Warum kennst du dich so gut mit Nüssen aus, wenn du gar keine hast? Ja, ich bin allergisch gegen Nüsse, da muss ich mich doch gut auskennen. Entschuldigung, ich habe mal gerade meinen lustigen. Ja, okay, ich hab nur zwei Eier. Brombeer, Käse, come on, Bert. Nee, ist Käse. Come on, Bert, ja. Komm im Bert. Also, ja, egal, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen, ihr Schwein, ihr wisst, was ich meine. Komm, wir lassen mal die beiden. Auf jeden Fall schmeckt der Käse so, als wäre man in Bert gekommen. Ich will nicht wissen, woher du das war. Es ist egal, komm, lassen die Ohren und die Augen jetzt zu. Hör einfach, wie ich summe, Pixel. Hält es sich nun mit dem Bärlauch pflücken? Was ist in den Wäldern in und um Leipzig eigentlich erlaubt? Offiziell sagt die Stadt, es ist jedem Leipziger erlaubt, sich einen Handstrauch Okay, das ist Leipzig, Bärlauch Entschuldigung. Pflücken, den er mit nach Hause nimmt und gleich verarbeitet. Und das würde ich auch jedem Leipziger empfehlen, weil es ist eine Wahnsinnspflanze. Also die feuert einmal den Körper durch im Frühjahr und gibt die Lebenskraft zurück. Oha, ich kann das auch. Nicht nur im Frühjahr und gibt der Lebenskraft zurück. Moment, hier, jetzt das ist Erfurt, komm, es sieht alles gleich aus, Entschuldigung, ich habe den Bericht vor einer Woche rausgesucht, ich bin behindert. Geistig behindert. Bist du behindert? So, Pixel, wolltest du dich auch gerne mal vom Bärlauch durchfeuern lassen? Ja, gerne, ich mag ja Bärlauch, Problem ist nur... Und wenn sich ein User Bärlauch 69 nennen würde, auch? Nur wenn es ein weiblicher User wäre, also eine Userin. Glaube ich nicht. Aber und was ist, wenn es ein männlicher ist, der sich als weibliche ausgibt? Ich bin immer noch allergisch gegen Nüsse. Auch wenn es bärlauchige Nüsse sind, nein. Okay, nee, wir müssen ja hier fragen, weil ich kriege immer ziemlich versaute Nachrichten über dich, was die gerne mit dir anstellen würden. Naja, egal. Die weiblichen User. Nein, nicht die weiblichen. Nein, glaub mir, Pixel. Nein. Nein. Und belehren muss. Guten Tag. Jetzt wird jemand belehrt. Ich bin von der Naturschutzbehörde. Sie dürfen hier nicht sammeln. Ich kann Ihnen das hier nochmal auf der Karte zeigen. Wir sind jetzt ungefähr hier. Und alles, was grün ist, ist Schutzgebiet und da darf nicht gesammelt werden. Da darf man weder Pflanzenteile noch Pflanzen abpflücken. Ich belasse es heute bei einer Verwarnung und beim nächsten Mal wird es dann teurer. In Erfurt setzt man in der Bärlauchzeit vor allem auf Aufklärung und wirbt für Verständnis. Ich wusste gar nicht, dass es das Zeug in Erfurt gibt. Da muss ich mal schauen. Bieten gar nichts zu. Da muss ich mal wildern gehen. Eine Arbeit, die Geduld erfordert. Wir müssen halt stets und ständig gebetsmühlenartig diese Sachen machen. Also nicht nur sagen, wir haben das jetzt in einem Jahr mal publiziert, sondern das ist halt jedes Jahr erneut die Aufgabe, die Leute wieder dran zu erinnern, die Schilder neu aufzuhängen, weil die sind ja dann werden teilweise auch entwendet. Durch die Beschilderung entlang der Wege kann eigentlich niemand sagen, von nichts gewusst zu haben. Pech für die Erfurter, die üppigsten Bärlauchvorkommen liegen in den geschützten Bereichen. Ach komm, scheißegal, Alter, weiß ich nicht. Wenn ich beim MDR wäre und würde darüber den Bericht machen müssen, würde ich sagen, bringt mich einfach um. Kann ich nicht was über Mörder machen? Warum muss ich über Bärlauchdiebe einen Scheißbericht? Ich werd wahnsinnig, das interessiert doch keinen. 58.000 Leute vor 9 Tagen haben es aufgerufen. Und vor allen Dingen, das sind so wenige Leute, die das überhaupt machen.
Ja, das ist halt einfach so, wir müssen jetzt einen Bericht raussuchen. Wir haben schon genug Katzenbaby-Videos gemacht, jetzt müssen wir wieder irgendwas machen, wo die Menschheit nicht so ganz so dumm ist. Man muss ja auch in Deutschland ja leider unterscheiden. Es gibt ja auch gepachteten Wald, also nicht alles Wald gehört der Stadt oder des Bundesland, sondern es gibt ja auch wirklich Eigentümer, die dann ihre Grundstücke verpachten. Ne? Ich würde gerne das Thema einfach abhaken. Ich hasse mein Leben. Nur eine Randnotiz. Zum Beispiel hast du ja da einen Förster gesehen, der dir gesagt hat, das ist illegal, das ist Diebstahl. Und darauf bezieht er sich, wenn das Land gepachtet ist, ne? Dann ist es so, als würdest du dir dem was klauen. So, und ja, auch wenn es nur ein paar Kräuter sind, ich find's lächerlich. Also, da gebe ich dir recht. Lass die Leute doch deren Bärlauch. Ich kriege jetzt bestimmt nur noch Bärlauch-Videos. Nee, was kriegt man denn hier? Was haben wir denn für Videos an den Seiten? Wenn der TikTok-Hype verfliegt, der Absturz von keine Ahnung. Was für ein Hype? Kann man sagen, dass TikTok Hype ist? Der Bärlauch-Hype. Dieses scheiß Internet, das ist dieses so, okay. Jetzt haben wir oh ja, wisst ihr, wer wieder da ist? Da bin ich wieder, der Gavin. Unser Gavin. Der Gavin Wolterlauch? Gavin Wolters, der Junge. Ich habe geschrieben, bin schon gespannt, welche Staffel diesmal kommt. Das werde ich auf jeden Fall, habe ich vor 2 Wochen schon geschrieben. Werde ich auf jeden Fall, wurde nicht mal was geliked, ihr Ratten. Ich muss nochmal disliken. Weil er hat nämlich schon, der hat ja schon genug Dislikes. 641 Likes zu 1096 Dislikes. Ja, Kevin, pass auf, Leute, ihr. Kevin hat man schon lange nicht mehr. Kevin hat das letzte Mal, wo wir Kevin hatten, hat er die Fresse dick bekommen beim Boxen. Mhm. Und seitdem hat Kevin sich neu gefunden. Und Kevin weiß halt, was er will. Und deswegen fragt er seine Community, was er will. Komm, wir gehen mal rein. Aber jetzt möchte ich euch mal eine kleine Idee präsentieren, worum es eigentlich geht. Wir möchten ein Restaurant bzw. eine Franchise-Kette aufmachen. Bei Franchise ist halt immer noch ein großer positiver Punkt, dass das schon funktionierende, erprobte Konzepte sind. Und die funktionieren ja schon. Jetzt haben wir uns überlegt, wir würden auch gern sowas machen, aber wir würden vielleicht, übernehmen wir auch ein Franchise-Konzept, vielleicht gründen wir unser eigenes Franchise-Konzept. Und jetzt sind wir gerade auf der Ideensuche. Ich suche gerade nach Ideen. Ideen. Also das, was er vorher gesagt hat, war eigentlich sinnlos. Ja? Wir gehen mal weiter. Für mein eigenes oder für unser eigenes Baby. Also er hat überhaupt gar keine Ahnung, was er will. Er nimmt einfach irgendein Wort und will daraus was machen. So hört es für mich gerade an. Ja? Das ist Gavin 2024. Wir kennen Kevin noch. Kevin war einer der größten Fitness-YouTuber. Der hat Klicks gemacht ohne Ende. Jeder wollte mit ihm was machen und jetzt mittlerweile hat keiner mehr Bock auf Kevin. Außer wenn sowas kommt, da bin ich wieder. Komm, wir gehen noch mal kurz weiter rein. Franchise, egal ob es Restaurant ist, also das Ziel ist, was zu eröffnen, aber das so zu eröffnen. Oh, wie kann man über eine Minute was sagen, wo man nichts damit aussagt? Gut. Weißt du, wer Bock drauf hat später auf Kevin? Der Insolvenzverwalter. Oh, der Insolvenzwendler, Wolter. So, pass auf. Und jetzt haben wir halt gesehen, okay, Kevin ist wieder am Start. Das macht er hier. Wie gut ist das Deli-Döner? Ist der Deli-Döner wirklich? Jetzt frisst er Döner. Wie hier diese Typen, die immer Döner fressen. Der beste Burger der Stadt. Sushi am Schloss. Oh, jetzt macht er nur noch solche Fressscheiße wie der Fitness-Fresskar. Der Fitness-Oscar, der sich nur durch Fress-Scheiße, heute esse ich meinen Burger, weil die Würfel gesagt haben, ich bin halb schwul, vegan. Aber weißt du, was das Interessante ist? Dieser ich teste irgendwas wo, keine Ahnung, Essen, das ist schon wieder sowas von 2022 oder 2020 sogar. Ja, Kevin ist immer seiner Zeit zurück. Er macht Hypes, andere wenn die Hypes schon wieder vorbei sind. Andere sind ihrer Zeit voraus und Kevin ist die Zeit weit zurück. Oder Kevin denkt sich, naja, wenn ich das jetzt erst mache und der Hype war schon vor 5 Jahren, vielleicht ist es jetzt Retro, weißt du? Zurück in die Zurückkunft. Perfekt. Ja, haben sich noch Leute interessiert dafür, dass er die Fresse dick kriegt. Aber jetzt mittlerweile, vor 2 Tagen, 4000 Aufrufe, 7000. Kevin ist echt gestürzt. Vor allem Sack Plus hat ihm damals ein übelst geiles Angebot gemacht, dass er da als Athlet und so, aber er ist dann lieber zu der Marke ESN gegangen, wo er auch nicht lange geblieben ist.
oder beim Flying Uwe, obwohl es Uwe, glaube ich, gut mit ihm gemeint hat, aber das war das mit diesem Drachenlord-Ding. Ja. Kann eigentlich Zack Plus, ah, das war okay. Sogar noch davor, wo Zack Plus das Angebot gemacht hatte. Ja, ja. Ich glaube, der ist von ESN zu Uwe. Irgendwas, und dann ist er, glaube ich, dann zu GN oder umgedreht. Irgendwie war da was. Das war ja, wo das, dieser Drachenlord-Skandal dann kam. Wo er sich eigentlich komplett die Hater ihn zerstört haben. Aber auch zu Recht. Er gibt so viel Angriffspotenzial. Tja. Das war's dann mit Kevin. Es gefällt mir nicht. Aber das ist wahrscheinlich die Rache, dass er mir damals dieses Gespräch mit Carsten Pfitzenreuther versaut hat, als ich bei Zack Plus war. Habe ich ja vor Jahren schon mal erzählt. Das ist die Rache dafür, Kevin. Das ist die Rache. Hoho! Oh, ist das schön. So, ich bin ja nicht nachtragen, aber Kevin hat's verdient, oder? Von der Skala von 1 bis 10 würde ich eine 12 geben. Ja, er hat quasi... Er hat's ja provoziert, dass er... Ich weiß nicht, ob er schlecht beraten wurde. Er war halt bei Flying Uwe und dann hat er dieses Drachending gemacht. Ich weiß nicht, ob er sich so gesehen hat, hey, jetzt rette ich die Welt. Tja... die Schanze hat ihn zerstört, wie die Haterschaft sagen würde, glaube ich. Der arme Kevin. Wollen wir jetzt noch mal reingucken, was er frisst? Ob er gut frisst? Ob er ich glaube, die ja, besten Videos ist da, wo er frisst und wo er nichts erzählt. Oh, hier Werbung. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Kevin Wolter immer noch auf der Suche. Oh, guck mal, die auf Dislikes. Der Suche nach, wir wissen es auch nicht, dem perfekten... Die Suche nach Substanz. Oh, sie wissen es immer noch Restaurant, nicht. Restaurant, Dönerladen, Burgerladen, Sushiladen, Tankstelle, Auto, Reparaturdienst, wir wissen es auch nicht. Wir sind auf... Oh Gott, der sucht alles, Alter. Der ist so... Bitte helft mir, ich bin total verzweifelt. Ich nehme alles. Er ist wie so eine Lauf... Kevin Wolter ist Wolterich ist wie eine läufige Hündin, die einfach auf der Suche nach dem nächsten ne, Hier, Piep guck mal, ist. Alter, hat er an Zuschauern verloren. Kein Wunder bei dem Content. Ich deabonniere jetzt auch. Alter, wie kann man sowas bei einem netten Typen sowas Gemeines schreiben? Hä? Wie kann man bei so einem netten Typen sowas Gemeines schreiben? Respekt. Das hat doch Wolter selbst geschrieben. Echt. Heul doch, schreibt der andere. Ich glaube, die Kommentare sind der bessere Content als das Video selber. Von ihm. Wie kann man 8 Minuten über einen Fuck-Döner labern? Was ist bloß aus dir geworden? Kevin, tust mir echt leid, dass dir so wenig Leute noch eine Chance geben. Ja, was das tut mir, was leid tun. Er hat es über die Jahre, hat er sich heruntergewirtschaftet. Ich weiß nicht, wie Kevin Wolter hochgekommen ist. Wahrscheinlich einfach nur Fitness-Content. Das waren halt diese 7, 8 YouTuber. Ach nee, der war ja hier bei diesen Dings hier, bei diesem Trio. Road to Glory war doch, glaube ich, Kevin Wolter auch. RTG hießen die damals. Ja, ja, ich glaube schon. Mit Chill und irgendwas war. Ja, ja, ja. Ich müsste nochmal nachrecherchieren. Ich habe die Videos noch alle. Und da war der ja. Und diese Gruppe, die ging halt übel steil. Und alle allgemein, die Fitness gemacht haben damals um die Zeit. Vor über 10 Jahren. Ja, konnte hinhauen, 2014, 13, ja. Puh, und dann mittlerweile merkt man halt immer, wie es weiter nach unten geht. Kevin hatte auch damals so einen Hater gehabt, so einen ganz komischen. Der hat immer übelst den Scheiß reingeschrieben. Das war so geil, Alter. Es gab ja so richtige Trolle, die ganzen Fitness-Game rumgetreut haben. Das war eine lustige Zeit. Tja, und jetzt sind sie alle kaputt. Nee, komm, wir lassen das jetzt, oder? Ich will nicht auf Leute pinkeln, die sowieso an Strahlkraft verloren haben. Haha, Strahlkraft, pinkeln, Pixel, war das gut? Gefällt dir das? Magst du den gelben Strahl? Golden das Shower? Das ist, glaube ich, ein Thema für den Urologen. Wolltest du dich anpissen lassen von einer Alten, wenn die übel heiß ist und du sie liebst? Unter der Dusche? Also, wenn man einen Menschen liebt, dann würde man, glaube ich, sowieso Dinge machen, die man vielleicht nur für Sex nicht machen würde. Also, ja, würde ich. In den Mund pissen? Wie gesagt, wenn man jemanden liebt, es kommt drauf an. Also, wahrscheinlich. Okay, Pixel steht auf Pisse im Mund. So, haben wir das jetzt geklärt? Nur bei geliebten Menschen. Ja, also, ne, die Prämisse darf man hier nicht außen vor lassen. Da muss eine echte Liebe ins Spiel sein. Und wenn du deine Schwester liebst, dann auch? Ich habe gar keine Schwester. Wenn du eine Schwester hättest, die du liebst, dann auch?
Ein geliebter Mensch. Also würdest du dir auch, wenn du eine Schwester hättest, dir in den Mund pissen lassen? Die Frage kann ich so ehrlich beantworten, weil ich keine Schwester habe. Ja, doch, doch. Nein. Doch, so, genau so ist das. Nein. Jetzt hör auf, dich hier rauszureden. Okay. So, ich habe doch keine Schwester. Okay, ich finde das Video doch gut, weil wir auf ein gutes Themengebiet gekommen sind, Pissen. So. Pissen. Ich gebe ein Like dafür, dass wir aufs Pissen gekommen sind. Müsst ihr drunter schreiben, hey, danke Kevin, da haben wir ein neues Themengebiet erforscht, das Pissen. Golden Shower. Golden Walter. Komm weg damit. Wir schauen ab und an mal, denke ich mal, bestimmt mal wieder da rein, wenn wir wieder ein paar Videos dann machen. Aber wie gesagt, wir machen ja erstmal eine längere Pause, vermute ich. Nee, ich vermute es nicht, es ist so. Es tut mir leid. Ah Gott. Nee, das möchte ich nicht. Warte mal, wir müssen noch mal gucken, wollen wir jetzt wirklich das. Es kommt ein Thema, Leute. Komm, wir machen es jetzt einfach. Hau rein. Oh, das ist wirklich krank. Ich habe beim Ketzer der Neuzeit vorhin vorgeschlagen bekommen, dachte mir, der macht ja immer sehr interessante Sachen, Videos. Und ja. Also mehr Pisse im Mund kriegen wir heute nicht. Ey, nee, es ist wirklich abartig wieder. Also nicht seine Videos, die er macht, sondern über was er da berichtet. Ich meine auch das Thema damit mit. Ja, Pisse ja. Es kommt aus unserem Nachbarland. Willst du raten, welches Nachbarland? Niederlande? Nee. Holland? Okay. Weiß ich nicht. Die mit dem berühmten Typen Fetisch mit dem Bart. Für Kellerräume? Dieses Land? Ja, dieses Land. Oh, oh. Ja. Sie machen nur kranke Scheiße da drüben, die Kranken. Komm, wir gehen mal rein. Das schrieb Apostel Paulus. Moment, wir müssen noch ein Stück zurück. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in schlimmen Zeiten. Das schrieb Apostel Paulus 60 nach Christus im römischen Gefängnis und heute werden wir die Zeit nutzen, um herauszufinden, ob wir heutzutage immer noch in schlimmen Zeiten leben. Bleiben wir doch direkt in Rom, denn dieses deutsche Theaterstück soll genau dort in Rom spielen. Wir sehen ein umgedrehtes Kreuz, eine Versammlung um einen Altar herum in einer düsteren, fast dämonischen Atmosphäre. Also ein durchschnittlicher Dienstagnachmittag eines US-Präsidenten. Und eigentlich war es kein Witz. Kennt ihr den Bohemian Club? Es handelt sich um ein Privattreffen der US-Elite aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien. Zu Gast waren unter anderem Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger, Richard Nixon, George Bush Senior und George Bush Junior. Und wie sieht dieses Treffen dann aus? Jetzt kommen die Originalaufnahmen. Ja, muss nicht lange laufen sein, lassen. Weil ich will auch noch mein Leben behalten und nicht unbedingt einen Autounfall haben. Das waren Anweisungen an die Regie, könnt ihr ignorieren. Okkult satanische Rituale in einem Wald, 2000 nach Christus. Ein Klassiker, im wahrsten Sinne. Die Bibel schreibt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Degeneration dieser Art ist aber nicht nur in irgendwelchen gruseligen Wäldern oder Schlössern. Es dauert ein bisschen, bis das Thema zur Geltung kommt. Also auf was er jetzt anspielt, ist einfach, dass es immer wilder wird und das, was früher schon geschah, wir nur erst heute sehen. Mhm. Weil es alles ins Internet findet. Also der Mensch quasi hat sich nicht wirklich verändert. Das haben wir jetzt immer über die Jahre jetzt so mitbekommen, so was für Themengebiete mal was wir auch aufgreifen, was man halt sieht, was halt einen auch bewegt. Es hat sich halt nichts geändert. Es ist nur sichtbar geworden, ja. Es ist nur sichtbarer geworden, so. Und jetzt gehen wir nämlich zum nächsten Ding. Es dauert alles so ein bisschen. Moment, ich muss hier nochmal Reload machen. Das hier ist die Eröffnungsfeier der Kulturhauptstadt 2024. Was ist die Kulturhauptstadt 2024? Wer weiß es? Oh Gott, keine Ahnung. Nicht alle auf einmal jetzt. Das ist eine ganz große Stadt. Was? Nee, wir bleiben im Warschau. Scheißhaus. Wir bleiben im Scheißhaus. Wir bleiben da, wo wir sind. Ach so, Wien. Land. Genau. Aber Wien ist, ich habe gehört von verschiedenen Leuten, dass Wien Dreck ist. Das ist wie von Deutschland München für uns. Weißt du? Ja. Kann man das so sagen? Inzwischen geworden, ja. Aber wenn für uns München Dreck ist, dann ist ja Österreich für uns allgemein Dreck, oder? Weil es ist dasselbe. Ja, oder irgendwie? Österreich hat aber so richtig schöne Natur. Also wenn man es aus der Sicht betrachtet. Ich weiß nicht, wie die Städte da aussehen, aber ja, bestimmt versoffen und verkokst und Heroin in den
Gassen überall. Wien auf jeden Fall ist schon ein bisschen anders geworden. Ja, Wien ist schon richtig. Ist schon ein bisschen schon wilder. Verrudelt, sagen wir es mal so. Es gibt bestimmt auch schöne Ecken in Österreich, denn da, wo keine Menschen sind, ist es immer schön. Aber komm, wir können mal weiter rein. So, ich spule noch mal ein Stück zurück. Hauptstadt 2024. Singende Kinder in Bad Ischl in Österreich und danach eine Performance von einem Mann, der sich als Frau verkleidet und circa so gut singen kann wie ich. Dieser Weg. Alles, wie man sich es im Jahre 2024 eben so vorstellt. Aber jetzt geht's erst richtig los. Nach dem Kinderchor betritt nämlich diese Gruppe die Bühne auf diesem familienfreundlichen Fest der Neuzeit. Das Ganze ist das Levi's Freundin? So kinderfreundlich, dass ich es hier auf YouTube zensieren muss, weil es sonst wegen pornografischen Inhalten gelöscht werden würde. Aber seid dankbar. Was für verrückte Gegensätze in unserer Gegenwart. Während jede Userin auf Facebook oder Instagram gesperrt wird, wenn nur etwas mehr von der Oberweite zu sehen ist, ist unter dem Deckmantel des Begriffs Kultur offenbar jede noch so große Sauerei erlaubt, noch dazu vor kleinen Kindern. Nach dieser feuchtfröhlich bunten Eröffnung... So, ja. Obwohl YouTube zeigt jetzt mittlerweile, kann man auch fast Brüste sehen. Ohne Scheiß. Oh. Ich will es aber jetzt hier nicht zeigen, falls sie es dann wieder verbieten. Aber man kann auf YouTube Sachen finden, wo dann einfach so ein bisschen Stoff drüber ist, aber man sieht die Nippel komplett. Und Pixel hat meinen Algorithmus dadurch nämlich zersprengt. Deswegen hier ist alles nur noch sexualisierende Scheiße, was mir vorgeschlagen wird. Danke, Pixel. Erstmal dafür. Gern geschehen, gern geschehen. So, pass auf. Aber wir gehen jetzt hier weiter. So, und jetzt hier sieht man Start zum EU-Kulturjahr im Bad Ischl. Polo-Theater vor kleinen Kindern. Ja. Da, hier siehst du nochmal, wir haben eben das Bewegtbildmaterial gesehen. YouTube hat es jetzt hier gelöscht, gesperrt. Ja, die laufen da nackt rum, zittern sich an einem Rollstuhl ab, springen rum, zeigen einfach nur ihren Pille und Mann und Otze. Was soll ich dazu noch sagen? Sowas hat man früher in Kabarettes gesehen, wo Erwachsene Zugang hatten und nicht auf einer Theaterbühne. Ja, aber das haben sie noch kunstvoll ihre Arschbacken auseinandergezogen und nicht einfach nur irgendwelche alten Flatterleder-Olgas und Thorstens da denn die Peitsche runterhängen lassen. Die haben sich noch Gedanken gemacht, wie sie ihre Schwängel und ihre Brüste präsentieren, damit es wirklich zu einem wunderschönen Content, zu einer Symbiose kommt. Dass es sexy ist. Und das ist einfach erstmal ekelhaft, weil es alte Menschen sind, natürlich. Und ich weiß es nicht. Und einfach nur so ein bisschen schütteln. Pixel, die hätten uns hinsetzen können, sagen, macht euch nackt und zeigt irgendwo eure Arschbacken. Ich als alter Mensch fühle mich da ein bisschen betroffen von der Aussage. Was? Dass sie da alte Menschen hingesetzt haben. Ja, natürlich, das sind alte Menschen. Ich bin ein bisschen traurig. Ich fühle mich mittlerweile auch alt. Ja. Aber ich glaube, unsere alten Körper wären ansehnlicher als die da. Ich bin äußerst hübsch, davon gehe ich weit aus. Also sagt mir meine innere Stimme immer, ich finde mich gut. Ich mag mich so, wie ich bin. Oh. Ja, ich mag mich auch so, wie ich bin, bloß ich muss meine Überzeugung über mich selbst der Frauenwelt hypnotisch beibringen. Weißt du, ich meine? Aber du musst, pass auf, du musst zufrieden mit dir im Jetzigen sein, damit du auch zufrieden in der Zukunft bist mit dir. Auch wenn du jetzt Sachen haben möchtest. Weiß ich nicht. Also mein Familie, jetziges, dies und das. Mein jetziges ich glaube, zufriedener war ich eigentlich noch nie mit ihm. So. Yes. Sag doch einfach, dass es an mir liegt, weil du mich kennst, weil ich cool bin. Ja, natürlich. Es hat auch damit auch einiges damit zu tun. Ganz, ja. Ja. Life-Coach Flexi, ne? Only Flex und so. Gebe ich mir nicht, ich kann ihn nicht, ey. Ja. Oh, ich komm's warum gleich. Moment. Also, ich hau erst mal ein paar Rabatte raus. Rabatt sichern, Mann. Prozente. Da hat er ESN angehabt, also ist er nachher zur ESN gewechselt von Dings. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Perfekt. Perfekt, oder? So ein Meme, was das alles machen kann. Das war übrigens Kevin Wolter, weil wir ja drüber geredet hatten wegen ESN. Ja, danke Pixel für deine Küsse. Ja, ich bin echt zufrieden mit dir. Du hast mein Leben auch verändert. Seitdem ritze ich mich nur noch weniger. Nein, darüber also wir haben uns Ritze gegenseitig gespiegelt.
meine Negativität ist auf sie übergegangen und deine Positivität ist auf mich übergegangen. Nein, ich bin ja nicht negativ, ich bin einfach nur ausgemadert, ausgebrannt ein bisschen, so was auch Real-Life-technisch betrifft. Burnout jetzt nicht, nein, aber ich fühle mich einfach so ein bisschen müde, muss ich sagen, dass ich jetzt mehr auf meine innere Uhr hören muss. So, ein bisschen mehr relaxen. Mal nur ein Kind am Spielplatz treten statt zwei. Also einfach muss man ein bisschen wieder runterkommen, weißt du? Mal gucken, wie es dann geht, wenn man eineinhalb tritt und nicht nur gleich auf die zwei, auf die volle, weißt du? Sowas halt. Ein bisschen zurückstecken. Ja, einfach mal mehr chillen. So. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall bei diesen Behinderten hier, die irgendwie nackt ihre Arschbacken in Kinderfressen pressen. Ist ja so, oder? Hier sind die Kinder und da sind die nackt und pressen den Kind. Oh mein Gott, das ist ja ein Porno. Er steht auch da, Pornotheater. Aber das ist doch keine Kunst mehr. Ist es Kunst in der Gesellschaft, sich als Frau irgendwo zu präsentieren mit Bart in der Fresse, obwohl man eigentlich ein hirnloser Spasti ist und nur darauf gefeiert wird, weil man anders ist wie die anderen Kinder? Also ich rede jetzt von erwachsenen Männern, die sich als Frau mit Bart und einfach nur behindert sind. Ist das so heutzutage? Darf man das überhaupt so sagen? Nur noch schockieren, weißt du? Einfach nur um des Schockwillens, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Mehr ist das ja auch nicht. Oh, das ist doch einfach nur noch eine verdorbene Gesellschaft. Das erinnert mich immer an Torn Together, wo Wollknäuel die Kids alle schwul macht mit seinem komischen Programm. Und die alle immer anders werden und immer femininer und so und so und so. Und irgendwann funktioniert nichts mehr, weil keiner mehr irgendwie Handwerker werden will. Und darauf bewegen wir, nee, wir sind schon da. Guck mal, es kann ja nur noch schlimmer werden, wenn es alles nur noch auf diesem Schock, ne, schockieren, um jeden Preis ausgelegt ist, um Klicks noch zu bekommen. Die Leute verrohen ja dadurch, ne, weil sie, oh, guck mal, das ist krass, oh, ich bin geschockt. Und dann kommt noch was Krasseres und irgendwann bist du abgestumpft. Aber so, wir sind mittlerweile die Leute, also jetzt unser eins, die so denken, wir sind jetzt diejenigen, wo man früher gesagt hat, sie ist eine Hexe, verbrennt sie. Das sind wir jetzt, Pixel. Wir sind jetzt die alten weißen Männer. Wir sind jetzt die alten weißen Hexen. Ja. Die keine Meinung mehr haben dürfen, weil jede Meinung gegen eine mehrheitliche Meinung ist eine schlechte Meinung. Und das also in 2024. Mittlerweile ja. Gut, es gibt Sachen, wo man sagt, null Toleranz, natürlich. Ja, klar. Definitiv. Hier die rechten Szene. Und Leute, die ihren Schwengel in Kinder stecken wollen. Ja, alles sowas richtig geisteskrankes. Aber wo man Sachen sagen kann, nein, das ist biologisch, seid ihr einfach nur behindert. Dann lasst mal meine Meinung so stehen, warum kümmert es euch? Aber die meisten der Gesellschaft denken halt so. Das Problem ist halt, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen, diese Werte annehmen aus dem Internet. Ja. Wie jetzt die normalen Leute, was heißt normalen, aber die Leute auf der Straße, die ein ganz normales Leben haben, zur Arbeit fahren, sich um ihr Kind kümmern, am Wochenende zum Sport gehen, Fußball schauen, mit ihrer Frau was essen gehen, Staubsauger und was weiß ich, diese Bude, ganz normale Leute halt. Einen ganz normalen Alltag. Die interessieren sich nicht für so eine Scheiße. Aber die Werte werden von den Kindern jetzt so aufgenommen aus dem Internet. Das wird ziemlich kriminell noch werden, sag ich euch. Mir tun die Eltern leid, weil die Kinder ja ganzen Tag aus dem Haus sind, sich dann mit so einem Ding beschäftigen, auch in der Schule. Im Kindergarten fängt es ja auch schon an. Ich bin für Pixel, ich bin für die Prügelstrafe. Sobald mein Kind so ausrastet, kriegt es Prügel, okay? Kann man das so machen? Die werden ja Gehirn gewaschen, weißt du? Also, wie willst du als Elternteil dagegen steuern? Außer dem Kind wirklich gesundes, zu freies prügeln. Denken beizubringen. Prügeln um die Welt. Genau. Prügeln um die Welt. Nein, Quatsch, auf keinen Fall hier. Kindergewalt ist ja alles nur Spaß, wisst ihr ja. Und was, wenn Kinder untereinander Gewalt sich beibringen? Na, es kommt drauf an, wie viel BMI das eine Kind hat. Guck mal, Hans, das ist eine Schelle. Guck mal, Jürgen, das ist ein Faustschlag. Das ist ein Tritt mit dem Fuß. Mit der Hand. So. Okay, komm, wir müssen jetzt aber weiter rein. Oh nee, das ist noch ein gutes Thema. So, komm, wir gehen noch weiter rein. Weil es geht nämlich noch. Es ist so absurd und das eigentlich diese Folge heute fasst viele Folgen zusammen.
was ich all die ganzen Jahre eigentlich euch sagen will. Best of. Ist eigentlich perfekt. Nein, nicht Best of, ist eigentlich ein richtig guter Abschluss. Eröffnungsfeier kam es übrigens in der Stadt direkt zum nächsten Kunstwerk von diesem Typen hier. Hellenwein ist einer der weltbekanntesten Künstler Österreichs. Er ist Pazifist, erbitterter Gegner von Gewalt. Riesige Plakate mit toten, blutigen Kindern und sich küssenden Mädchen. Danke für gar nichts. Aber das ist ja heutzutage Kunst. Und ich meine, der Typ ist doch immer noch erbitterter Gegner von Gewalt. Ja, dann ist er sicherlich gegen das Töten von Kindern und damit... So, jetzt kommt was, wo ich sage, da kann ich nicht übereinstimmen mit den Ketzer der Neuzeit. Ihr werdet gleich, vielleicht merkt ihr da gleich was, was ich meine. Genauso erschüttert darüber, dass Frankreich nun das erste Land auf der Welt wird, in dem Abtreibung zum Verfassungsrecht erklärt wird. Einen maximal unschuldigen Menschen zu töten wird heutzutage als ein grundlegendes Menschenrecht angesehen. So, Pixel, auf welcher Seite, was heißt welche Seite? Bist du dafür, dass eine Frau abtreiben darf, wann sie möchte, über ihren Körper verfügen darf? Oder dass das ist ein schwieriges Thema, weil das Kind hat ja nicht nur die Frau, also die Frau gebärt es zwar, aber der Mann hat es ja auch mitgezeugt, weißt du? Also das in einer was guten Welt. Was zur Hölle, der Mann? Nein, Bullshit. Eine Paarentscheidung sein, weißt du? Also, naja, wieso? Ja, die meisten haben keine. Dein Kind ja auch, weißt du? Die meisten haben keine Beziehung. Die lassen sich das Vieh reinschieben, merken, verdammte Scheiße, wer von den 7 Wichsern war es jetzt, der mich voll gespritzt hat beim Bukkake-Gangbang? Also, ich mach's lieber weg, weil das Kind hat keine Zukunft. Für mich ist es halt wichtig, überhaupt in welchem Kontext ist das Kind gezeugt worden. Ja, aber was willst du für eine Regelung machen? Der Kontext ist, sie ist bei Bukkake Gangbang schwanger geworden. Dann darf sie es bestimmen. Ja, in Deutschland und, zum Beispiel. Der Kontext ist, sie hat, ist mit jemandem seit 5 Jahren zusammen und der Typ will jetzt um krankhaft ein Kind haben. Vielleicht hat er sie auch noch missbraucht in der Partnerschaft. Du kannst da keinen Kontext schaffen, wo du sagst, hey, so naja, und das so. Eine Einzelfallentscheidung wäre das dann, weißt du? Eine Einzelfallentscheidung. Du hast doch keine Zeit. Umso länger das Vieh in dem Bauch ist, der Fötus wächst, umso mehr wird es menschlich. Verstehst du? Ja, nee, ich meine jetzt, dass ein generelles Gesetz ist ja keine Einzelfallentscheidung. Also, dass man sagt, jeder Fall müsste man einzeln bewerten. Ist halt schwierig. In Deutschland zum Beispiel kannst du ja abtreiben, wenn du willst. Da musst du nur vielleicht zur Pro Familia oder so. Ja, da musst du schon ein bisschen was machen, dass du da abtreiben kannst. Es geht relativ relativ einfach in Deutschland. Ja, es ist trotzdem, wirklich. Da gehört trotzdem ein bisschen was dazu. Also so einfach, wie ja, du es jetzt sagst, ist es nicht. Du musst zum Arzt gehen, dann schickt der Arzt, der würde dich dann gegenteilig davon überzeugen. Das kann sein, dass du dann zu 2 oder 3 Frauenärzten musst. Ja. Und die schicken dich zu Pro Familia. Und da musst du dir dann anhören, warum es nicht in Ordnung ist, aus deren Sicht, das ist nicht meine Meinung, aus deren Sicht, aber eine warum, Abtreibung zu tun. Warum versuchen die krankhaft eine Meinung von mir zu ändern, wo ich schon beschlossen habe? Man kann nur ein Gespräch machen mit seinem Hausarzt. Weil ich muss doch keine 20, 30 Gespräche führen. Weil, schau mal, der Staat, das ist jetzt rein materialistisch. Dem Staat geht es darum, genau. Dem Staat geht es darum, Bürger, Sklaven also Nachkommen zu haben. Genau, darum geht's ja. Weißt du, ja, und jede Abtreibung kostet der Bevölkerung ja Menschen, die danach kommen, um dann halt Steuern zu zahlen. Ja, darum geht's eigentlich mir, nur. Ja gut, das ist scheiße auf den Staat, die sollen sich ficken. Genau. In 10 Jahren sind die eh alle tot. Ist deswegen machen die das. Das letzte Dreckloch. Deutschland ist so ein Klo, das ist schon so voll geschissen und da wird jetzt weiter reingeschissen. Das ist Deutschland. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin dafür, fürs Abtreibungsgesetz. Kann ich sagen. Also, wer abtreiben möchte, sollte das auch machen, auch mit seinem Körper. Fertig. Hat er selber zu entscheiden. Natürlich nicht nach dem 30. Jahr. Können wir Onkel Werner noch abtreiben? Nein, der ist schon zu alt. Das geht nicht mehr. Sowas jetzt nicht, ja. Sowas meine ich jetzt nicht. Ich würde es mal interessieren, was ihr darüber denkt. Also bitte hier nicht Leute hassen, weil sie eine andere Meinung haben. Aber man muss ja auch... Ja. Ich wollte dich noch jagen. Auch wie bitte? Gucken. Nein, man muss ja auch schauen, bis zu wievielten Woche das geht. Weil es ja, definitiv. Natürlich. Deutschland-Debatten, wo man hier schon
darüber redet, schon, ich sag mal, ein Baby abzutreiben. Ja, also, ja, ich will doch kein Baby schreddern. Das soll ja nicht rausgezogen werden und wie beim Küken schreddern und dann fliegt es irgendwo rein und wird dann wiederverwertet in eurer Lasagne. Es gibt diese Debatten darüber. Das ist das halt das Problem, dass die Zeit nach hinten schieben wollen, weißt du? Dass die Frau dann länger Zeit hat und das dann so argumentieren. Und am Ende dann darum geht es eigentlich schon nicht mehr ein Fötus, sondern ein Baby wegzumachen. Das ist schwierig. Aber das hat damit ja nichts zu tun. Nein, deswegen brauchst du das auch nicht zu erwähnen, du kleiner Strolch. In Deutschland redet man darüber. Nee, nicht in Frankreich, das ist ja wieder was anderes. Ja, aber Hauptsache, wir schreddern Küken. Ja. Das ist ja, die leben ja noch nicht, die haben ja noch nicht geatmet. Die kann man schreddern. Aber Mensch wegmachen, was hier vielleicht irgendein Spritz-Wichsfleck ist, das geht ja gar nicht. Das ist ja böse. Kommen wir mal weiter rein. Denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Als nächstes soll Abtreibung übrigens ein Grundrecht in der gesamten EU werden. Das von der EU angeführte Europa bleibt also mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Highway to Hell und wird mittlerweile auch für geborene Kinder sowie deren Eltern zur Hölle. Ich weiß nicht, was der so krass gegen Abtreibung hat. Also ich finde, es würde sowieso nichts ändern, weil in den meisten Ländern ist Abtreibung sowieso nicht verboten. Also, weißt du, ich meine? Ja. Ob jetzt in allen 28 EU-Staaten jetzt die Abtreibung legal ist oder nicht, macht keinen Unterschied, weil die Leute, wenn sie wirklich abtreiben wollen und in deren Land es verboten ist, dann gehen sie einfach in das Nachbarland, wo es erlaubt ist. Also. Ja. Ich glaube, das Thema dafür sind wir nicht schlau genug. Weil in Deutschland hat man Empathie. Weil in Deutschland wurde es nämlich mal nicht, ich sag mal, so einfach war abzutreiben. Da sind die Leute halt in die Nachbarländer gefahren, wo es halt möglich war. So halt, ich will ein Abtreibungsgesetz nach dem 50. Lebensjahr, dass ich da bestimmen kann, ob ich den Typen abtreiben kann oder die Alte. Das wäre was. Da wäre ich dafür. So. Okay, wir gehen mal weiter. Ja, ist ein schwieriges Thema. Wollen wir uns auch nicht so lange aufhalten damit, mit dem Scheiß hier. Und damit willkommen in der wunderschönen Stadt Wien, die mittlerweile zu einem Hotspot der Gewalt geworden ist. So gab es vor 3 Wochen die Tötung einer Mutter und ihres Kindes sowie von 3 Frauen in einem Bordell, was 5 Morddelikte an einem Tag darstellen. Des Weiteren hörten wir aus Wien gerade von einem Fall, in dem ein 12-jähriges Mädchen von insgesamt 17 Tatverdächtigen immer wieder vergewaltigt wurde. So der krank. Aktuellste Fall liegt gerade mal ein paar Tage zurück und ist damit wahrscheinlich automatisch nicht mehr der aktuellste Fall. Diesmal geht es um ein 14-jähriges Mädchen, was von einem 26-jährigen Afghanen vergewaltigt wurde. Es werden mittlerweile so viele junge Mädchen und Frauen in Europa vergewaltigt und umgebracht. Überproportional von Migranten, die meistens illegal in die Länder eingewandert sind. Man kann die Fälle auf der einen Seite nicht mal mehr zählen und auf der anderen Seite wird so wenig drüber gesprochen. Stattdessen sehen wir am Welt... Ja, weil es dann ja wieder rechtsradikal ist, Fremdenhass, wenn du darüber redest, sachlich. Dass Menschen mit anderer Kultur aufgewachsen sind und jetzt, sagen wir mal so, wildern. Geisteskrank. Das macht mich einfach nur noch fertig, so wie die Welt sich mittlerweile so, in welche Richtung wir uns bewegen. Boah. Oder? Also wo ich es vorhin gesehen habe, war ich kurz echt sprachlos bei den ganzen, wenn man sich das Video mal komplett reinzieht. Pixel, willst du noch was sagen? Na, ich habe die Fälle, die er da angesprochen hat, ja auch gelesen, wenn die Meldung immer kam. So ja, ist halt aber das ist alles auf einen so. Ja, klar. In Berlin zum Beispiel, wenn du Nachrichten so zugenommen hat. Ja, aber das hast du auch in Berlin. Wenn ich jetzt mal einen Monat sammeln würde, nur Sexualdelikte in Berlin, dann könnte ich dir genauso ein Video machen. Das ist traurig, das ist wirklich traurig, dass sich das zugenommen hat. Besonders sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder, das ist ja schon erschreckend. Ja. Natürlich. ohne Worte, meine Güte, das ist halt echt eine sehr tiefgreifende Show. Ach Gott, ich muss das jetzt wegmachen. Ich werde noch wahnsinnig. Wir brauchen noch irgendwas Normales. Och, komm, Pixel, wollen wir uns noch was Schönes angucken? Ich merke schon wieder, wie mein Puls nach oben geht. Das ist nicht gut.
Das regt, sowas regt mich wirklich auf, ey. Solche Sachen, so ungerechte Scheiße auf der Welt. Obwohl ich mir das eigentlich auch nie annehme, aber es ist halt einfach da. Es ist einfach nur Dreck. Deswegen gucken wir uns jetzt lustige Laufvarianten an. Die an Videospielen erinnern. Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Pixel, hast du Bock? Bock oder Bock wie Käfer? Ich spiele einfach ab. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ist schon cool, oder? Also ich muss mal die Musik wegmachen, sonst wird man wieder gestrikt. Ja. Die hat auch einen krassen Gesichtsausdruck, oder? Es ist. Gefällt mir. Wieso im Videospielen? Oh yeah, Zeitlupen-Bitch. Okay, genug davon, Pixar. Ich merke schon, du magst das nicht. Ich bin gespannt, was sie da macht. Na, sie läuft einfach. Sie lässt einfach laufen. Du musst ja das jetzt hier, Akku, dann macht sie auch noch nach. Ist ganz cool. Ja, du musst das ja für die Spotify-Leute, musst du ja auch hier. Ach, übrigens, wir haben noch über ein Jahr haben wir noch Spotify und so. Also Podcast ist noch für ein Jahr auf jeden Fall gesichert. Oh, eine Mieze. Ja, eine Katze. Okay. Oh, scheiß auf die Katze. Ekelhaft, mach ich gleich weg. Ich will keine Katzen sehen. Da kommt mir die Kotze hoch. Nein, Quatsch. Ich mag kleine Wiesel. So, oh, was darf man eigentlich noch sagen? Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, ne, hier ist wieder Bodybuilding-Scheiße. Irgendwo. Oh ja, oh Gott. Komm, wir gehen mal. Komm, wir bleiben gleich in den Themenbereich von nur Idioten im Internet und was einen aufregt. Komm. Hier, das Video hast du mir geschickt. Komm. Das ist Pixel hier, was ja tagtäglich auf Twitter schaut, Leute. Aber ist auch entdecke. Auf laut. Nein. Die Twitter-Leute sind geisteskrank. Die Leute, nee, das heißt jetzt Ex. Sind sowas Besseres wie meine Ex. Ex. Ja, weißt du Bescheid. Richtige Exen. Nein, Exen. Ihr seid Exen. Exenmenschen. Ich bin Rebon-Mama. Natürlich weiß ich, dass meine Babys nicht echt sind. Ich bin Rebon-Mama. Natürlich behandle ich meine Babys trotzdem wie echt. Ich habe nur mal keine Lust, ständig in der Öffentlichkeit in unangenehme Situationen zu kommen. Ich habe Angst, dass sie das gleich ist, das Ding. Ich bin Rebon-Mama. Natürlich verwüste ich das Babyzimmer selbst, bevor ich es dann wieder fein säuberlich aufräume. Ach, meine Güte. Ich bin Rebon-Mama. Natürlich geht mein Rebon-Toddler nicht in einen echten Kindergarten. Ich bin Rebon-Mama. Natürlich brauche ich kein komplettes Babyzimmer. Ich hab's aber trotzdem und ich lieb's. Bist auch du Rebon-Mama oder sogar Rebon-Papa? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, für was ihr euch immer und immer wieder bei diesem wunderschönen Hobby rechtfertigen müsst. Ach Mann, wo ist der Komet? Bitte schlag ihn nicht ein. Ich könnte was Fieses machen, aber ich mache es trotzdem. Ja, wenn eine Frau nicht die Möglichkeit hat, ein echtes Kind zu kriegen, weil sie keinen Partner findet, aus offensichtlichen Gründen. Oh, ist das gemein. Was willst du dazu sagen? Nein. Das stimmt ja nicht. Also wenn man über die Straße schaut, dann sieht man echt Kerle, die alles nehmen. Und also das stimmt. Also von das daher. Stimmt. Aber die verhüten, weißt du, die wollen ihr Samen nicht überall verschwenden. Naja, also lieber im Gummi als an ihr. Ja, vielleicht haben diese Leute, aber wir gehen jetzt mal nicht in diese, das ist alles lächerlich und Blödsinn. Vielleicht haben die Leute auch Probleme, psychische Probleme auch und finden sich da halt wieder als Hobby. Das ist ich drüber entscheiden, wie andere Leute sich Spaß und Freude in ihrem Leben zurückholen? Nein, darf natürlich ich nicht. Aber ja, man kann sich darüber lustig machen. Das darf man natürlich. Aber ich bin Otterkin. Ich bin ein fuchsmenschliches Hybrid-Alien-Mischlingswesen, keine Ahnung, was auch immer. Ja, das ist ja auch, finde ich, auch vollkommen legitim, sowas. Ist auch okay. Das Puppenspielen als Erwachsener, ja, halt. Definitiv. Wenn man das runterbricht halt, ne? Ja. Mehr ist es ja so, dann sie hat wenigstens nur ein Geschlecht. Es ist ja schon mal was. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Doch, weiß ich nicht. Sie hat keinen Bart, sie ist eine normale Person.
Wir wissen auch nicht, ob die Reborn-Babys binär, geschlechtlich, divers oder sonst was sind. Das wissen wir nicht. Warte mal, nee, Repost. Muss ich mich anmelden auf dieser Fotzenseite, wo nur Idioten rumrennen auf dieser Fotzenseite? Elon Musk, du Okay, guck mal, was anderes noch an. Hier, endlich mal Gameplay, was nicht für ein Arsch ist. Oh, es wird auf dem Arsch projiziert. So, das hat Pixel auch für mich rausgesucht, das Schwein. Man sieht hier eine alte, junge Streamerin, die mit zwei Kameras. Einmal von vorne sieht man sie und dann hat sie eine grüne Pants an, aber die grüne Pants sieht man nicht. Auf dieser Pants wird dann ihr Gameplay, was sie live spielt, auf Twitch reproduziert. Reprojiziert, ja. Leckt meine Eier, los geht's. Rusty! And with a little Rusty's. Das ist eine übelst geile Idee eigentlich. Man guckt schöne Arschbacken an. Das ist eine geile Idee, muss ich echt sagen. Ich steh drauf. Soll ich meinen nächsten Stream auch so machen? Das wäre auf jeden Fall lustig. Da drauf Ion gestreamt. Mein Arsch so von der Seite. Da müsste ich mir so eine Hotpants anziehen. Das wäre ja übel. Hast du ein grünes Tanktop? Nee. I'm just up ich hab nicht mal eine grüne Hotpant. Ich hab keine Hotpant, das ist ja das Problem. Alter. Ich meine, die denken sowieso alle auf Twitch, ich bin richtig geisteskrank, aber wenn ich das mache... ist Next Level Shit. Das ist richtiges Next Level Shit. Hier zum Release, wenn der Patch rauskommt, streamst du so. Alter, ich könnte glaub, die Leute werden nur noch geisteskrank. Alter, nein. Könnte man teasen, ne? Also wer Only Flex Content auf Twitch sehen will. Wer Only Flex sehen möchte, also für Only Flex Content, dann seht ihr alles von vorne, weil vorne habe ich einfach, es hängt der Pimmel raus. Weißt du, es ist nur so zur Hälfte. Nur zu 50% ist einfach nur Arsch, also hinten der Arsch ist alles grün. Und vorne hängt einfach der Pimmel runter. Da gibt's Pimmelcam dann auf Oniflex. Mit Pimmelcam. Dafür interessiert sich doch keine Sau. Aber es wäre, ja. Ich glaube, in so einer Welt heutzutage würde das sogar echt noch Fuß fassen. Das kann ich doch nicht machen, Alter. Das Arschbacken-Cam. Ich brauche jemanden, der seine Arschbacken zur Verfügung stellt, vielleicht. Das, ja. Ich habe kleine Arschbacken, also da ist nicht viel Platz drauf. Also das Problem ist einfach, ich habe keinen Tisch, wo ich stehen kann. Dass ich meinen Arsch filmen kann. Das ist das Problem. Das wäre das Problem. Wie soll ich denn meinen Arsch zeigen? Außer man filmt die ganze Zeit seinen Arsch. Aber nein, das ist ja scheiße. Also man filmt erstmal eine Stunde seinen Arsch. Reproduziert. Das ist aber fake, wenn jetzt. Ah. Das könnte man machen, ja. Ach nein, komm. Nee, ich habe keinen Bock drauf, ich möchte nicht. Ich werde hier nur noch geisteskrank. Aber wie so. Inception wäre das, wenn du vorher deinen Arsch so aufnimmst, ne? Und dann im Greenscreen kein Spiel zeigst, sondern den Podcast, also die Videoaufnahme vom Podcast. Das wäre doch mega Inception, oder? Das wäre übel. Alter. Brainfuck. Nee, ich möchte nicht darüber nicht nachdenken. Ich bin gerade kaputt. Ah, der Pixel, du bist der Grund. Genau solche Leute, sie sind der Grund, warum ich nicht mehr kann. Warum ich einfach kaputt bin. Er ist schlaff und explodiert. Hier, kennst du noch die Veganerin? Natürlich. Die keiner bumsen wohl will. Jetzt hat sie einen Drehpartner. Yay. Und ist er denn auch Veganer? Weil sie wollte ja nur veganen Bumspartner. Oh, vor allem, die sieht, wie alt ist denn die Alte? 26. Die sieht schon 26? Aus wie fast 40. Ja, die sieht schon aus wie 38, 40, 42. Also, ja, auf 35. Das macht Veganer Scheiß mit euch. Ihr seht aus wie das letzte Einhorn, was keiner haben will. Das vegane letzte Einhorn. Wiener Wut, Veganerin sucht Pornopartner und die Größe zählt doch. Ist das eine Wienerin?
Anscheinend. Oh, warum lassen die das Viehzeug überhaupt in unser Land noch, die Wiener? Die sind geisteskrank, haben wir doch vorhin mitbekommen, hätte ich fast gesagt. Ich bin dafür, dass wir alle Wiener rausschmeißen. Also ich meine jetzt nicht die Würstchen, die Wiener Würste. Die heißen dort, pass auf, weißt du, wie die in Österreich heißen? Frankfurter. Frankfurter heißen die da drüben. Aber das ist doch was anderes. Eine Frankfurter ist doch eigentlich was anderes als eine Wiener. Ja. Die sind, genau, sind schon ein bisschen behindert, oder? Genau wie eine Thüringer keine Wiener ist. Oder eine Frankfurter. Das ist komisch. Nein, Thüringer Bratwurst heißt das bei uns. Es ist aber keine Wiener. Oder besser gesagt keine Frankfurter. Eine Bratwurst halt. Ist was anderes. Und egal in welches scheiß Bundesland du fährst, wenn da irgendwo dran steht Bratwurst, es schmeckt zum Kotzen. Und wenn die da dran schreiben Thüringer Bratwurst, es schmeckt zum Kotzen. Das können einfach nicht. Hört auf mit Bratwürsten, ihr Wichser. Andere Wichser Bundesländer, ihr Wichser. Wichser. So, heute lassen wir alles raus. Heute sind wir sympathisch, asozial, halt, also wie wir das ganze Jahre über sind, oder? Gefällt dir das? Was? Mir gefällt das. Ist nicht. Dass sie einen Drehpartner sucht, oder? Warte, ich muss mir das mal am Dachs waschen. Moment. Du kannst mal Penis sehen, guck mal. So. Ja, auf jeden Fall hat sie einen Ficker gefunden, der sie wegstößt, aber keiner möchte. Ich möchte es gar nicht sehen, wie die sich da mit ihren ekelhaften Fingern und Händen am Fleisch rumlöckt. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, deswegen sucht die einen Drehpartner, weil sie den nicht mehr hat, wahrscheinlich. Vielleicht war der zu klein für sie. Ja, die will bestimmt so eine Übermachete haben, aber selber nichts zu bieten. Ah, guck mal, er ist schon tätowiert. Natürlich ist der kommt bestimmt gerade aus dem Knast. Sie macht den Staubsauger. Nur ein Typ aus dem Knast knallt sowas, weil er einfach nur Druck hat auf dem Sack. Ja, und ja, wenn sein Knastdruck leer ist, dann geht er weg. Ey, pass auf. Weißt du, so ein Gesicht. Also jetzt nur das Gesicht mal gesehen von ihr. Sie sieht so wie so eine Hausmutter aus. Kennst du in Amerika, wenn Frauen, also es gibt dann eine gewisse Frauenart, die einen übel auf den Sack geht, so eine übervorsorgliche 40-jährige bla bla bla, die immer, wisst ihr, was man zu der sagt? Carol. Die so heißen alle Carol. So eine Carol. So eine Hausfrau, so eine typische, die sich in jeden Scheiß einmischt und jeden auf den Sack geht und überall sich reinhängt. Und das ist die. Die hängt sich auch überall rein und lässt sich jetzt überall was reinhängen. Erstmal geht sie jeden auf den Sack wegen diesen Tierenscheiß, wegen veganer Scheißdreck. Muss über ihre Meinung sagen, das ist eine richtige Carol. Also, falls ihr Carol heißt, Glückwunsch, ihr seid Arschlöcher. Innen. Nee, wir gendern hier nicht. Nein, ihr seid einfach nur Arschlöcher. Frauen können Arschlöcher sein, Männer können Arschlöcher sein, da gibt's kein Innen. Was gendern mal als nächstes? TerroristInnen. Leck doch meinen behaarten Fuchsschwanz, ihr Ficker. So. Raus damit. Da haben wir noch was Schönes. Wiener Pornoballerina erobert OnlyFans, TikTok und Instagram. Es ist sehr Wiener-lastig, die Sendung. Ich weiß auch nicht, warum ich so. Ich bin hier Fan von, die Wiener machen nur Scheiße. Ich muss ja erstmal die Hate-Stadt. Also Wien ist jetzt mittlerweile meine Stadt, Hassstadt Nummer 1 geworden. Ich hasse alle Wiener. Alle. So, die dreht auch Full-Filme. Jetzt gehen wir leider noch rüber. Tut mir leid, heute wird ein bisschen verhasst. Ich bin einfach so drauf. Komm, wir hören uns die Mucke an. Geil, oder Pixel? Where's the dog? Ich hasse sie einfach. Kann man das so lassen? Ist halt normal. Und die hat bestimmt einen OnlyFans-Account, ne? Klar, die wird auch geknallt. Guck mal, was da für geile Schweine. Yes, you are. Pink and black. Beautiful and sexy. Oh, hier kommen wir. Oh, hier noch so ein Perverser. Absolut beautiful. Incredible, sexy and whatever fucking machine your face. Fotze. Gucken wir uns den Typen jetzt an. Welche perversen Schweine. Sich so eine junge Dame. Oh mein Gott, ist das ein. Oh. Alter, der hat davon die. Nase. Und das ist.
So, ja, und wahrscheinlich hat er eine Carol zu Hause, weißt du? Natürlich, weil die könnte doch seine Ich will noch ein paar Loser raussuchen. Ich will noch ein paar Loser suchen. Moment. Enkel. Ich sag jetzt einfach Loser dazu. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass die Leute das drunter schreiben. Ich finde Loser ist was Gutes. Genauso wie Wichser. Die gepostet haben. Oder man kann auch Wichserschrei sagen einfach. Die wichsen ja. Ist das eine Beleidigung? Naja, komm, die wirken doch sehr sympathisch. Ja, der wirkt schon auch schon ein bisschen pervers, der Typ. Ich glaube, das mache ich als neue Rubrik. Flexi bewertet perverse Schweine, die sich auf Insta junge Mädchen reinziehen. Ich weiß ja nicht, was sein Sohn wahrscheinlich da auf den einen Bild sagen würde, wenn er das lesen würde. Ey, pass auf, ich krieg jetzt nur noch alte Männer vorgeschlagen. Komm, ich geh mal auf meine Startseite. Instagram-Post. Oh, was hat man denn auf Hollywood Matze ist live? Ein alter Mann. Ey, Matthias hat gerade hier mit Roos und so übelst Ärger. Die dissen sich da gerade, aber ey, ich habe keine Kraft mehr, da mir das anzuhören, die ganzen Sachen, die hin und her gehen. Früher habe ich das ja übel krass recherchiert und auch die Videos so richtig lange zusammengeschnitten. Aber ey, ich fühle es einfach nicht mehr. Das, was ich vor ein, zwei Jahren gefühlt habe, wo ich die Fitness-News fallen gelassen hatte, so mittlerweile, dass die Leute dich halt nur schauen, weil du halt das über Beef berichtest, aber sich nicht für dich interessieren. Und das geht Matthias auch so. Der hat da eigentlich auch gar keinen Bock mehr, über irgendwelche Sachen Abrechnung zu machen, weil die Leute, die ihn mögen, schauen ihn auch so. Und diese ganzen beefgeilen Wichser, die kaufen eh nicht bei Sack oder sonst wo. Und das hab ich hier in so einer kleinen, auf unseren kleinen Viewerschaft auch gemerkt, wo wir von über 400-500 Zuschauern in der Woche auf, weiß ich nicht, 60-70 runter sind. Aber ich bin stolz, dass es so ist. Dass sich diese ganzen hässlichen Arschlöcher, diese Ficker, die sich vom Eismann die Creme hinten reinjuckeln lassen, dass die hier nicht mehr zuschauen. Ich finde das schön. So. Ah. Okay, haben wir das abgehakt? Ja, wunderschön, diese Frau. Also heute tat es echt mal gut, mal wieder voll den Ballast rauszulassen, den Druck abzulassen. Muss ich schon sagen. Nö, darüber bericht man nicht. Pixel, willst du noch irgendwas? Oh, nee, ich weiß ja nicht, was es noch im Angebot gibt. Oh, ich will gar nichts mehr im Angebot. Ich habe mich, glaube ich, heute viel zu unbeliebt gemacht und zu viel aufgeregt. Es tut mir leid. Ich will mich entschuldigen dafür. Ist mir scheißegal. Ja. Die Ballerina auf dem Sack. Was? Brauchst du nicht entschuldigen. Ja, heute war ein bisschen verhasst von mir, muss ich schon sagen. Aber ich kann euch ja nicht so verhasst gehen lassen jetzt in die sommerliche Herbst-Winterpause. Wir haben heute festgestellt, die Wiener sind Würstchen. Ach, ich hasse einfach Wiener. Arme Würstchen. Ja, genau. Ich hasse diese Würstchen. Diese Wieners. Diese armen Würstchen, diese. Diese Scheißstadt, Alter. Also ich habe gehört, dass die Leute sagen, wenn man nach Wien fährt, geht man da nur zum Scheißen hin. Und dann geht man wieder. Man fährt nach Wien nur zum Scheißen. In diese Stadt. Der Kaffee soll ganz gut sein in Wien. Weißt du, was ich komisch finde? Wien und Berlin, das hört sich alles gleich an, fast. Ist Berlin unsere Scheißstadt in Deutschland? Was die Österreicher Wien, denke ich schon, oder? Definitiv. Nach Berlin fährt man auch nur zum Scheißen. Also, der größte Shithole in Deutschland ist Berlin. Okay, na gut, haben wir das geklärt, haben wir jetzt noch mal alle beleidigt. Und hier kennst du diesen Anzeigenhausmeister, hier diesen Hauptmeister, der alle anzeigt, Falschparker? Ja. Kennst du neueste Info von ihm? Er hat auf den Sack gekriegt. Echt? Ja. Erzähl das Ding. Na, er hat auf den Sack gekriegt. Jemand hat ihn ein bisschen malträtiert. Echt? Hat er die Fresse dick bekommen? Nachdem die Doku da rausgekommen ist und er zum Meme wurde, hat er auf den Sack gekriegt. Fand jemand wahrscheinlich nicht so lustig. Ja, ich kann mir auch geisteskrank vorstellen, dass jemand ihn dabei ertappt hat, wie er aufgeschrieben wurde und Wie oft stand ich schon in irgendeiner Scheißstadt, wo ich mich nicht auskenne oder auch in meiner Hauptcity-Stadt und habe einfach keinen verfickten Parkplatz bekommen, obwohl ich wirklich nur mal 5 Minuten mal kurz irgendwas zur Bank oder irgendwas wegschaffen musste. Brief, Post, was weiß ich. Und dann kommt so ein Wichser und schreibt dich auf. Zeigt dich einfach, ja, geile Scheiße. Es gibt einfach zu wenig Parkplätze, das ist das Problem. Die Scheißstädte sollen einfach, aber es funktioniert mit der Infrastruktur einfach nicht. Und dann gibt es solche arschgefickten Wichser,
irgendwelche Arschlöcher. Ich rede jetzt nicht von Bullen, also das meine ich jetzt nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber ja, die dich dann halt aufschreiben. Und dann siehst du aber, wie krank die Gesellschaft ist, dass die dann sowas zum riesengroßen Meme macht. Klar ist das lustig, weil das einfach nur ein Loser ist, der Typ. Aber irgendwie kriegt er ja trotzdem Strahlkraft und macht dann sich finanziell reich. Und das ist wieder dieses Drama, Drama, Drama. Mhm. Du kannst heutzutage kannst du einfach nur entweder, lässt du dich richtig hart durchknallen als Frau, zeigst du deine Titten in Streams oder sonst was, oder bist einfach als Mann oder egal als was so geisteskrank durchgedreht und machst daraus sowas. Oder fühlst dich irgendein Geschlecht zugezogen von irgendwie einem Bär, Waschbären. Und frisst Bärlauch, sowas halt. Das ist halt eine Welt, die einfach nur noch. Ich hätte fast gekotzt, Entschuldigung, Moment. Keine Ahnung. Das ist einfach. Ich habe alles gesehen, Pixel, mittlerweile. Das ist immer nur traurig. Ich kann das nicht mehr. Was soll ich denn meinen kleinen Neffen erzählen? Was soll ich ihm für Werte mitgeben? Respektiere alle. Leb im Wald und bell die Wölfe an. Junge. Was? Nein. Du darfst den Lukas nicht auf den Kopf schlagen, weil er mit dir einen Stein auf dich geworfen hat. Darfst du nicht. Darfst du nicht. Und nein, der kleine Johnny von den zwei Übergewichtigen, der auch richtig hart übergesichtig ist, den musst du respektieren und trotzdem in deinem Fußballverein mit ihm spielen, obwohl er die ganze Mannschaft runterzieht. Du musst irgendeinen Loser mitnehmen, den musst du hinterher schleifen, so ist unsere heutige Gesellschaft. Der könnte selber dabei sein, aber du musst ihn mitnehmen. Das ist das Problem heutzutage. Mhm. Entschuldigung, ich bin wieder ein bisschen ausgerastet. Ja, die Werte sind halt sehr verdreht, ne? Und das ist einfach nur traurig. Will man verdrehte Werte mitgeben? Ich weiß nicht. Finde ich nicht so gut. Ich würde gerne jemandem das hier mitgeben. Glauben Sie mir, diese Badehose ist der Schlüssel zum Rüssel. Gekauft! Ich würde alles dafür geben, um seinen Elefanten kennenzulernen. Ja, schickt mir Geld zu auf My Dirty Little Flexi und ich zeige euch meinen Schwanz. Fertig. So weit bin ich jetzt mittlerweile. Weil ich werde ja auch dann akzeptiert. Ich kann ja irgendwo dann meinen Schwanz an irgendein Kunstwerk reiben und sage, ich bin jetzt Künstler, ich bin jetzt mit der Kunst vereint. Das ist Kunst, Bitches, mein Schwanz an der Lippe einer Statue. Oder? Ist das Kunst? Jetzt bin ich im Theater. Ich muss ja nicht mal ins Theater, ich kann ja einfach nach Wien. Ich kann einfach nach Wien gehen, mir einen Saal mieten, da Kinder zuschauen lassen und dann scheiße ich einfach hin. Das kann ich jetzt mittlerweile machen, Pixel. Eigentlich ist das doch geil, oder? Ja. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich übel lustig. Es wäre Kunst, auf jeden Fall. Ist ja, ne, also wenn man sich irgendwie nackte, komische Menschen auf einer Theaterbühne angucken kann, dann ist das andere auch Kunst. Nach Wien fährt man nur zum Scheißen. Ach komm, was darf man eigentlich heute noch sagen? Hey, das ist eigentlich auch geil, komm, das haben wir doch. So, ich glaube, das machen wir als letztes Thema erstmal. Die Space Frogs sind auch ziemlich lustig, die Jungs. So, komm, wir gehen mal rein. Das Problem ist, Meinungen können Meinungen auslösen. Und andere Meinungen als meine Meinung sind meist ziemlich dumme Meinungen. Und wenn ich deine scheiß Meinung höre, werde ich mein Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen und dir meine Meinung sagen. Und damit muss man leben. Aber wenn ich jetzt deine Meinung screenshot und auf sämtlichen Plattformen poste, dabei deine Mutter, deine Freunde und den Arbeitgeber verlinke, eine E-Mail-Aktion starte, eine Petition öffne und auf Discord Shitstorm-Attacken koordiniere, bis du deinen Job, all deine Freunde und jegliches Ansehen in der Gesellschaft verloren hast, so ist das dann noch Meinungsäußerung? Wir leben in einer Zeit, dass wenn du dich zum Beispiel über Taylor Swift lustig machst, du damit leben muss, dass deine DMs mit Morddrohungen für dich und dein ungeborenes Baby überschwemmt werden. Und ich kann irgendwie verstehen, dass Menschen gerne ihre Meinung äußern würden, ohne Shitstorms und ohne Morddrohungen. Es fängt ja schon beim Essen an. Es ist ja allgemein bekannt, dass du niemals erwähnen solltest, wie du diese Teigmarmeladen-Bulettenklosbälle nennst. Aber es gibt noch mehr. Und dabei kommt es darauf an, wer du bist. Wenn ein Carnivore mal eine Margarita-Pizza isst, hey, ist heute ein Veggie-Day? I'm proud. Wenn du als Vegetarier eine Margarita-Pizza isst, you fucking piece of shit. Warum nicht gleich ganz vegan? Ich dachte, du kehrst. Es ist oft so, dass Leute, die etwas tun, mehr angegriffen werden als Leute, die überhaupt nichts machen. Ne, weil sie nicht 100% machen, was eine Gruppe gerne hätte. Vielleicht gerade, weil sie eine gewisse Schnittmenge haben, geraten sie dadurch mehr aneinander als mit Karnivoren. Aber dieses Prinzip beobachtet man wiederholt auch bei anderen Themen. Als Veganer musst du dich vor den Karnivoren fürchten, wenn du ein Gericht erwähnst, was eigentlich mit Fleisch ist. Du es aber in vegan gemacht hast.
Wie kannst du es wagen, etwas anderes zu panieren als totes Tier? Andere Themenbereiche sollte man einfach komplett meiden, wenn du keine... Also ihr versteht, was ich meine. Das war eigentlich die Show nochmal schön zusammengefasst, oder? Sehr gut. War nochmal gut, oder? Mega. Siehst du, ich habe mir sogar was dabei gedacht jetzt die ganze Stunde vorher, dass ich das so bringen kann. Ach, manchmal bin ich selbst von mir begeistert, ohne arrogant zu wirken. Aber dazu kann ich einfach nur sagen... Was geht sich das an? Tja. Genie und Wahnsinn in einen Körper und Geist vereint. Hätte ich fast gesagt. Klaus Kinski. Warte, haben wir noch? Ich glaube, nee, Kinski haben wir leider nicht. Das habe ich nur auf Twitch. Doch, warte. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Oh, das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Das hat mich jetzt nochmal richtig runtergeholt. Ist das so schön, Pixel? Klaus Kinski ist ein Klassiker. Ja, aber wenn du die Geschichte über Klaus Kinski und so gehörst, das ist schon sehr krank. Ja, das passt wieder zu dem Thema, ne? Ja, das ist schon... In der Show. Ja, das ist schon echt. Ich habe letztens mir die Doku darüber nochmal angeschaut, weil ich das auch sehr interessant finde. Ist egal, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist ein zweischneidiger Hammer, wie man ja sagt in der Tierwelt, wenn man sich auf den Kopf haut. So, 1:12. Wie gesagt, Leute, ich hab's ja am Anfang schon, dass wir jetzt erstmal in eine Pause gehen. Ich mich erstmal wieder neu, finden, positionieren. Schauen, was ich im Internet überhaupt machen will. Ob ich einfach nur noch Twitch mache. Ob ich vielleicht meinen YouTube-Gaming-Kanal befeuere. Ob es hier was anderes an Content gibt. Oder ob es dann wieder den Podcast weitergibt. Ich brauche erstmal so ein bisschen so mehr Balance. Auch in meinem Leben, sagen wir es mal so. Mal so ein bisschen. Einfach mal ein bisschen mehr die Eier schaukeln lassen, runterkommen. Weil so, wie gesagt, die 6 bis 8 Stunden, die ich dann wöchentlich jetzt seit Jahren verbringe, damit mir Sachen anzugucken, wo gefühlt 70% nicht in die Show kommen, was man ja trotzdem mitnimmt und sich denkt, Alter, geisteskrank. Ich schaue so lange in diese Abgründe rein, ich muss aufpassen, dass ich nicht selber zum Abgrund werde und mich da immer aufrege. Klar macht man sich auch drüber lustig, aber man nimmt die Scheiße halt trotzdem irgendwie in sich auf. Ja. So. Das belastet einen, so, na klar. Ja, auch wenn du sagst, hey, das ist lustig und so. Du kriegst ja immer mehr mit. Du guckst in diese, ich kenne ja jede verdammte Bubble, die es gefühlt auf der Welt gibt. So 20 Bubbles oder mehr. Also so, wo wirklich viele Leute immer unterwegs sind. Und am Ende merkst du immer, wie diese eine Bubble, die regen sich über die auf, aber am Ende ist alles ein riesiger Kreislauf. Jede Bubble platzt in eine andere Bubble. Wieder in die nächste Bubble. Wie so ein Uhrzeigersinn. Blab, 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 alle ineinander. Ich habe die Scheiße verstanden, wie es funktioniert und ich will das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Deswegen werde ich mir jetzt schön, jetzt hätte ich fast gesagt, die Vor zurückziehen und mir einen wichsen, aber wir sind ja auf YouTube, dann darf man das nicht so machen. Aber auf Spotify kann man es sagen, okay. Also Leute, wichst schön. Wenn ihr Mädels seid, wichst euren Mann schön, weil man muss den Mann ja entlachsen, entwieseln, wie man dann auch sagt. Und wenn ihr eine Freundin habt, dann fickt die einfach schön durch, Leute. Weil das braucht ihr nämlich auch. Also ihr braucht gegenseitig. Können wir das so stehen lassen, Pixel? Eine Hand wäscht die andere, na klar. Natürlich. Eine Hand wichst die andere. Oder so. Ne, ja, es ist geben und nehmen, ne? Ja. Man ist nicht nur Geber, man ist auch Nehmer. Ne? Also. Ich gebe ihr und sie nimmt, genau. So muss man das machen. Da hast du recht. So. Okay. Und mit vollem Mund spricht man nicht. Gut, Leute, also wisst ihr jetzt Bescheid. Mehr als das konnte ich, also ich war es euch auch einfach nur schuldig, als so mal so ein bisschen das euch sozusagen, wie es ausschaut. Ich hab euch alle lieb. Auf Twitch gibt's mich noch und Scienceology Gaming müssen wir mal gucken, was da kommt. Aber ich fühle halt einfach, wie gesagt, ich will mich ein bisschen entfalten. Was Videoschnitt und Co. betrifft und so. So ein paar, so, das kann ich hier auf dem Kanal leider nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Aber wir werden schauen. Vielleicht sind wir auch in einem Monat wieder da und machen wieder dieselbe Scheiße wie immer. Oder wisst ihr Bescheid? Ab und an wird, denke ich mal, noch was kommen. Aber jetzt mehr auf Relax. Noch mehr Relax-Modus. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch ein schönes Jahr, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören. Ciao!
Ha 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 ha!